Während das Wochenende im Flachland eher schmuddelig aussieht, nasskalt, wird es in den Höhenlagen ein Winterwunderland geben mit ein paar Zentimeter Neuschnee. Vielleicht reicht es da und dort auch für eine erste Rodelpartie oder für ein kleines Schneemännchen. Wir haben viele Tiefdruckgebiete um uns herum, die sind relativ stationär und rühren wie so ein Mixer diese feucht-kalte Luft um sich herum. Und ja, diese Höhenkaltluft, die da ist, die setzt sich allmählich bis zum Boden durch. Und man sieht hier, wie das Ganze rotiert. Immer wieder drehen von Westen, von Südwesten her diese Schnee- und Regenwolken rein. Hier sieht man auch an dem blauen Teil, dass das Regen sein wird. Und wenn es dann ins rötliche Rosa hineingeht, ist es auf jeden Fall dann Schnee, der oberhalb von 700 bis 800 Meter auf jeden Fall liegen bleibt. Insofern schon Winterwetter am Samstagvormittag zwischen Schwarzwald, Fichtelgebirge und Alpenrand. Da schneit es immer wieder mal. Teilweise leicht, teilweise auch etwas stärker. Hier in der Mitte Deutschlands gibt es ein paar schüchterne sonnige Phasen. Und hier im Nordwesten ist es auch alles zu mit Regen und am Anfang auch ein paar nassen Schneeflocken. Und am Nachmittag geht es hier ungemütlich weiter. In der Mitte der Streifen mit ein paar sonnigen Momenten zwischendurch bleibt auch. Und was auch bleibt, sind die dicken Schneewolken im Süden, die immer wieder mal auch für Glätte, vor allen Dingen auf Nebenstrecken, sorgen. Die Temperaturen je nach Höhenlage zwischen 0 und 7 Grad und zwischendrin frischt auch der Südwestwind ein wenig auf. Das ist der Schnee, der in der Nacht auf Sonntag liegt. Mittelgebirge und vor allen Dingen auch Alpen, hier einige Zentimeter Schnee. Kurzer Blick auf den ersten Advent, da wird es weitere Schneeschauer geben. Regen nur im westlichen Flachland bei Temperaturen hier 4 bis 6 Grad im Plus.